Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Da hinten taucht schon wieder so ein Typ auf, der uns so ein bisschen das Leben vermiesen möchte. Schauen wir mal, ob wir zurück vermiesen können. So eine Fackel hat er schon mal. Das ist ja auch ganz toll. Gut für ihn. Geh weg, Hirsch. Der Busch ist besetzt. Rüber mehr. Is someone there? Ja, definitiv. My reward. Aha, Spezialangriffe hier, ja. Why won't you just die? Weil sterben echt nicht so mein Stil ist. Oh. Voll zwischen die Beine gehackt. Das sah nicht gut aus. Xander, der König der Gifte. Schon als Kind war Xander davon fasziniert, wie Gift selbst die stärksten Männer ausschalten konnte. Er widmete sein Leben den Giften, wobei er nicht die stärksten töten wollte, sondern nur jene, die der Herausforderung nicht gewachsen waren. Ja. Da hat er jetzt mal sich den Falschen ausgesucht. Ein Schurkendolch. Vielleicht gehen wir uns mal kurz das Kopfgeld vom Hals schaffen. Wenn wir hier schon in der Nähe sind, ist das, glaube ich, eine recht günstige Gelegenheit. Dann nervt das nicht weiter. Stimmt die Richtung hier überhaupt? Wahrscheinlich nicht ganz. Ja, doch, passt schon. Warte mal, aber irgendwie... Labyrinth der verlorenen Seen. Müsste das jetzt nicht irgendwie abgehakt sein oder irgendwas? Ich meine, ich habe ja den Minotaurus eindeutig besiegt. Oder gibt es da drin noch was? Ich weiß gar nicht, wie das aussehen muss, wenn man es abgehakt hat. Ich habe doch irgendwo schon mal einen Löwen oder so einen Quatsch besiegt. Müsste der nicht auch so ein Symbol haben? Hier muss doch auch noch irgendwo das Schwein rumgucken, ne? Ja, da oben. Nee, hier war das nicht. Was ist hier? Ach hier, der nemeische Löwe hat ein ganz anderes Symbol. Na gut. Was soll's. Das ist jetzt halt so. So, dann schauen wir gleich mal, wer sich hier erdreistet hat. Ein Kopfgeld auf unseren wunderschönen Kopf auszusetzen. Na, vielleicht erledigt das auch schon das Schwein für uns. Das wäre natürlich auch praktisch. Na, das Schwein war der Sache jetzt nicht wirklich gewachsen.
Was? Wie, wieso, weshalb, warum? Na, wer möchte? Upsi. Time to die. Nö. Zu zwischendurch. So, irgendwie. Hexe finde ich jetzt gar nicht so geil, muss ich sagen. So, ist unser Kopfgeld jetzt erledigt hier? Jo, sehr gut. Was haben wir denn noch zu erledigen hier? Wir müssen noch einmal nach Kydonia auf jeden Fall. Wer bist du denn? Tellias der Unbedeutende. Maleus der Glänzende. Und Vinctis der Anmaßende. Okay, die sind alle nicht so richtig spannend. Schauen wir mal direkt in die Quests rein hier. So, zu. Blumen für die Toten, genau, auf den Ide müssen wir noch hoch, auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache. In Kydonia müssen wir noch mal zu dem grünen Tuch. Da müssen wir ja noch eine Festung erledigen, ne? Ja, das sind die Sachen, die wir hier noch machen müssen. Das hier oben ist doch der Gipfel des Ide, ganz genau. Da kann ich nicht hinschnell reisen, weil ich in einer Sperrzone bin. Habe ich hier eiskalt kombiniert. So, ein nicht verfolgtes Ziel hier in der Nähe, so ist es nämlich. Es müsste doch direkt hier irgendwo. Da. Blumen zum Grab bringen. This must be the place the old man spoke of. There it is. The flower. The flowers. I should hurry back to the old man near Gortin. Ja, gute Idee. Wo ist denn das? Da hinten. Dann machen wir hier. Oh, wenn ich jetzt zum Labyrinth reise, wo komme ich denn da an? Weiß ich nicht. Am Eingang. Platsch. Macht gar nicht Platsch, wenn man im Busch springt, ne? Wie ist denn das Geräusch, wenn man im Busch springt? Wie stellt man das denn lautmalerisch dar? Und wo ist der alte Mann? Der sollte doch eigentlich direkt hier sein. Soldaten. Ich sehe da hinten irgendwie einen Hund oder sowas. Ah, da oben ist er.
Hallöchen. Hades claims another. In all my life, I never seen him so peaceful. I hope he's found matter. Those flowers, are they? Yes. He asked me to fetch them. You silly old man. Is this why you left Befka? To fetch matter flowers so far from home? You silly, stubborn old man. Here. Thank you so much, Miss Dios. He made a promise to his wife, and I made a promise to him. I don't have anything to offer you. Mater must be so glad you brought her flowers. You never did when she was alive. Ach man. Finde ich schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So, wir müssen nach Kydonia. Warte mal, Blumen habe ich erledigt, irgendwas. Ach so, die Festung war das letzte. Ja. Okay, alles klar. Eine Schnellreise. Und dann schauen wir mal, ob wir das entsprechende Haus finden. Und dann können wir uns nämlich in der nächsten Folge mal sehen, ob wir heute die Festung noch schaffen. Dann könnten wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall mit dem Kultisten, der sich hier irgendwo befindet, beschäftigen. Dann gehe ich zwischen den Folgen nochmal zum Schmied. Schmelze alles ein, verkaufe so ein bisschen, rüste das Schiff noch ein bisschen aus. So, wir brauchen also ein Haus. Da müssen wir nochmal gucken. Im östlichen Teil, glaube ich. So, sie wohnt in Kleinägypten in Messara, im östlichen Teil von Kydonia. An ihrem Türpfosten hängt ein grünes Tuch. Okay, der östliche Teil, das müsste ja da drüben sein. Ein grünes Tuch, Das haben wir doch schon abgegrast hier. Da drüben muss es sein, okay. Gut zu wissen. Dann laufen wir mal los. So, hier sehen wir schon mal kein grünes Tuch am Türpfosten. Hier sehe ich erst gar keinen Türpfosten. Puh, grünes Tuch, echt, ja. Das Haus hier eine Tür. Looks like she put up a good fight, but not good enough. Ach, natürlich, was sonst? I saw the guards dead outside. Good job, Mysterios. They got to her before me. There was nothing I could do but avenge her. She trusted me, Mysterios. All I wanted was to make her smile. But every time I tried, all I brought her was pain. It's all I ever do. I shouldn't have told her about my stupid plan to reunite her with her husband. I did this to her. Didn't I? Ja, wahrscheinlich nicht. No, you didn't. Nobody wanted things to end like this. Least of all you. Everything seemed okay when she smiled, you know? I didn't care who she was smiling at. You did your best.
No one's best is ever enough. No. No, it's not. Take this. I was going to give it to her when I helped them escape Kithonia. To get them through tough times. They won't need it anymore, and it's too heavy for me to bear. Take it as payment for your troubles. And leave me, please. Okay. Ein Eulendolch und ein paar Drachmen. Und da drüben die Festung. Schaffen wir die heute noch? Möglicherweise. Wir schauen uns das Ding mal an. Und dann machen wir einfach mal einen Versuch. Und wenn es halt nicht beim ersten Mal klappt, dann machen wir es halt in der nächsten Folge. So, da links oben habe ich schon das Signalfeuer erspäht. So viel ist hier gar nicht los, tatsächlich. Denke ich. Für eine Festung dieser Größe. Oder ich kann einfach nur nicht weit genug gucken. Jo. Okay, nee, es geht aber echt. Aber nur ein Anführer, das erscheint mir dann doch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Aha. Gut, okay, dann schleichen wir uns erstmal ans Signalfeuer ran. Und dann schauen wir mal, was wir da anrichten können an Schaden. That noise is annoying. I must be losing my hearing. Klatsch. Oh, was? Wirklich? Also, geht doch. So, da patrouilliert noch einer. Noch einer.
Oha. Ikaros nicht verfügbar, halte ich für ein Gerücht. Hier habe ich doch gerade noch ein entlanglaufen sehen, dachte ich. Den ich noch nicht markiert hatte. Noch nicht. Glaub, hier will ich dann den Feuerstab benutzen, wenn irgendwas passiert. Nicht viel zu machen. Ja, leg dich ruhig schlafen. Ach so. Er wollte nur den Koten wegtransportieren. She won't get away. Wer denn? They died quickly. A Mystios, most likely. Das war schon ein bisschen knapp, ne? Ich dachte, wir kommen mal hier rüber und sehen die Leichen, aber nee. Mit dem Kommandanten will ich mich eigentlich noch gar nicht anlegen, glaube ich. Sei denn natürlich. Oha. Krasser Bonus auf Kills.
So, bevor es hier komplett hell wird. Wie viele Leute haben wir denn hier noch rumzugurken? Es sind gar nicht mehr so viele, glaube ich. Ich habe gerade auch gar nicht auf dem Schirm, wo ich noch überall hin muss. Da oben so ein bisschen. Ach, da ist noch ein unmarkierter. Wo soll es denn hingehen? Oh, 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 oh. Wo ist denn der? Ach, da. Ja, viel Spaß beim Suchen. Kann ich dir jetzt schon sagen, ist schlimmer als Ostern. So, viele leben hier echt nicht mehr. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute ich jetzt übersehen habe beim Markieren. Des Kommandanten. Your life is mine. So, dann huschen wir mal weiter. Irgendwo höre ich noch Stimmen. Was, wieso brenne ich denn jetzt? Hä? Ach, hier, ich bin dann... Nee, echt jetzt? Ja,
Herz, Cassandra. Danke. So, die Stimmen scheinen außerhalb zu sein. Abgeschlossen. Ich dachte schon, ich müsste noch Leute befreien. Mache ich natürlich trotzdem. Einfach nur, weil ich nett bin. Ach, da war nur Wein drin. Ich dachte, es wären Ölamphoren. Scheinbar nicht. So, dann müssen wir jetzt zu unserem Schiffchen zurück. Vielleicht ohne vom Hai gefressen zu werden. Und dann können wir uns beim nächsten Mal tatsächlich dem Kultisten hier widmen. Können wir ein bisschen mit der neuen Galionsfigur angeben hier, ne? So, für heute, unsere Mädels, war es das auf jeden Fall. Guck mal hier, Cassandra. Warte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ach, das macht das Mädel dann wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.